Nur du selbst bist diejenige, die dich davon abhalten kann. Und nur du selbst bist letzten Endes auch diejenige, die sich ein ganz, ganz grenzgeniales, wunderbares Leben erschaffen kann. Niemand anderes. Und nur du selbst bist diejenige, die die eigene Einzigartigkeit auch entdecken kann. Niemand anderes. Wunderschönen guten Morgen, liebe Gabi. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, du lieber Seelenfreude-Challengerin. Wunderschönen guten Morgen. Oh, ich glaube, ich muss doch hier ein bisschen vom Fenster weggehen. Ist doch ein bisschen zu laut. Hör auf, dich klein zu machen unter diesem Tenor, steht der heutige Tag. Denn ich möchte mal dir wieder bewusst machen, dir ins Gewissen reden, so wie die Eltern uns früher immer ins Gewissen geredet haben. Kennst du das noch? Ich muss mal mit dir reden, ich muss mal dir ins Gewissen reden. Eigentlich ein interessanter Ausdruck. Aber ich meine das hier ja scherzhaft. Ich möchte dich ja wachrütteln. Wunderschönen guten Morgen, liebe Evelyn. Ich möchte dich ja wachrütteln, ja. Und dir mal wieder bewusst machen, was für eine großartige Persönlichkeit du bist, wie groß du eigentlich bist. Und deshalb ist der heutige Tag, steht so unter dem Tenor, hör auf, dich klein zu machen. Schau mal, es ist alles eine ganz große Energie. Und alles, was ist, ist ein Teil dieser ganzen Energie. Es ist eine große Schöpfung da, es ist eine große Energie da. Und alles, was ist, ist ein Teil dieses großen Ganzen, dieser großen Energie. Und so bist ja auch du ein Teil dieser großen Energie, das heißt ein Teil des Ganzen. Wenn wir jetzt davon sprechen, wenn ich dir jetzt sage, du bist Gott oder du bist ein Teil Gottes, dann rebelliert da so ein bisschen was in uns, weil da einfach ja so viele Prägungen über uns gelegt wurden. Ich kann doch nicht ein Teil Gottes sein oder ich bin Gott oder so. Was maße ich mir an und solche Dinge. Da rebelliert einfach der Denker in uns. Und wenn wir das beiseite schieben und ganz ehrlich zu uns selbst sind, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, du bist ein Teil des Ganzen. Und alles, was sich bei uns hier ja als Materie für unser geistiges Auge darstellt, hat ja nichts anderes als damit zu tun, dass das verdichtete Energie ist. Und wir gelernt haben, diese verdichtete Energie mit unserem bloßen Auge zu sehen. Als Kinder oder kleine Kinder waren wir möglicherweise in der Lage, noch ganz andere Dinge zu sehen. Und zwar die Dinge, die wir jetzt so als luftleeren Raum einfach sehen. Und haben auch die Auren von Menschen gesehen. Ich habe da so ein schönes Beispiel von meinen eigenen Kindern, als ich mich damit beschäftigt hatte. Die Auren von Menschen zu sehen, die Auren wahrzunehmen. Das haben meine Kinder irgendwie mitbekommen und wollten das dann auch unbedingt mal sehen. Und dann, mein Sohn hatte mich dann irgendwann mal wieder angesprochen, das ist alles jetzt schon viele Jahre her. Er war, ich kann auch noch sagen, wie alt er war 7, 7 oder 8 und die Madeleine eben 2 Jahre jünger. Und ich habe dann mit meinem Sohn diese Übung gemacht, damit er mal meine Aura sehen konnte. Er war ganz begeistert. Und da die Wohnzimmertür zu war, war Madeleine natürlich neugierig irgendwann, was machen die da? Kam herein und fragte, und ja, will auch. Und deshalb weiß ich noch so genau, wie alt die beiden damals waren, weil das Wissen, was ich mir damals angeeignet hatte, ging es darum, dass wir etwa bis zum Alter von 5, 6 Jahren ganz natürlich in der Lage sind, Auren von Menschen wahrzunehmen oder zu sehen vielmehr. Nur
wir haben es dann verlernt und zwar nicht von heute auf morgen, sonst wären wir ja eines Morgens wach geworden, wenn die Mama uns geweckt hat und hätten gesagt, oh, gestern habe ich deine Aura noch gesehen. Das hat sich so im Laufe der Jahre einfach, im Laufe der Zeit so ein bisschen dahingeschlichen. Und wenn man als Erwachsene oder auch als Teenager dann noch davon spricht, Dinge zu sehen, die der Mainstream nicht sieht, in unserer Kultur hier, ist man da nicht gut beraten, wenn man das so öffentlich spricht, ausspricht, wenn man sich nicht in einem Umfeld befindet, die das auch für möglich halten. Ja, du weißt, was ich meine. So, lange Rede, kurzer Sinn. Madeleine wollte auch, mein Mann kam zufällig dazu und da habe ich gesagt, du, ich habe Roman gerade gezeigt, wie er meine Aura sieht. Und damit Roman den Vergleich hat, meine Aura und deine Aura, mach du doch die Übung mal mit den beiden und dann, ja, kommen beide auf ihre Kosten und haben die Erfahrung. Und Madeleine stellt sich hin, ganz neugierig, was da jetzt wohl passiert. Und dann war sie ganz enttäuscht anschließend, weil sie sagte, das sehe ich ja sowieso. Und das war für mich so der Hinweis, das, was ich gelesen hatte in meinen Büchern, was ich gelernt hatte, dass wir in etwa im Alter bis zu 5, 6 Jahren die Aura von Menschen sehen und sich dann verliert. Bei Roman, der war 7, 8 ungefähr, der hatte das nicht gesehen, der war dann natürlich anschließend neugierig und hat sich auch ein Spiel draus gemacht, so auch in der Schule dann so die Auren, vor allem von den Lehrern zu sehen und zu deuten, wenn mein Lehrer nicht gut drauf war. Und ja, Madeleine hatte diese natürliche Gabe noch. Und das ist nur eines von vielen, vielen Beispielen, welche natürlichen Gaben in uns, also auch in dir, angelegt sind, die nur in Vergessenheit geraten sind, die verschüttet sind. Und wie oft gibt es dich, meine Liebe, denn auf diesem wunderschönen Planeten? Wie oft gibt es dich? Ein einziges Mal, und da steckt das Wort schon drin, einzig. Das heißt, du wandelst auf diesem wunderschönen Planeten, selbst wenn du eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder haben solltest. Ein einziges Mal. Du bist einzigartig. Bitte nimm das mal nochmal mit allen deinen Zellen, mit allem deinem jetzigen Bewusstsein auf, wie großartig, einzigartig du bist. Ja? Und vielleicht noch ein Hinweis. In meiner Akademie hat kürzlich eine zu mir gesagt, ich glaube, ich werde größenwahnsinnig. Und wir haben ja mit dem Wort größenwahnsinnig, das ist in unserer Kultur hier ja so ein bisschen behaftet. Wir verbinden damit ja nicht unbedingt etwas, wo wir sagen, ja, mach das, sondern eher, ja, es sind ja andere Schleier drüber gelegt. Und das ist Unsinn. Das ist wirklich Bullshit, um es mal so auszudrücken. Ich habe sie dazu ermutigt und ermutige auch jeden dazu, auch dich dazu. Werde größenwahnsinnig, denke größenwahnsinnig. Nur du selbst bist diejenige, die dich davon abhalten kann. Und nur du selbst bist letzten Endes auch diejenige, die sich ein ganz, ganz grenzgeniales, wunderbares Leben erschaffen kann. Niemand anderes. Und nur du selbst bist diejenige, die die eigene Einzigartigkeit auch entdecken kann. Niemand anderes. Wunderschönen guten Morgen, liebe Gabi. Ja? Das mal so ein bisschen als Hinweis, als Wachrüttler heute Morgen. Und da würde ich gerne jetzt mit dir zusammen mal eine kleine Meditation machen, damit du auch mal so ein bisschen die Erfahrung machst, der König, die Königin in deinem Leben zu sein, deine Einzigartigkeit noch ein bisschen mehr zu fördern. Okay? Und dazu schließen wir jetzt noch mal gemeinsam die Augen. Nehmen ein, zwei tiefe Ein- und Ausatmungszüge. Mit dem Ausatmen lass gerne die Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in deinem Raum, aber auch in unserem gemeinsamen Raum hier an. Lass dann den Atemstrom durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen.
Die Füße sind nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde aufnehmen kannst, die dich nährt und trägt. Nimm die Sitzfläche wahr, auf der du hockst. Triff gerne auch die Entscheidung, dich jetzt ganz bewusst tragen zu lassen. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt an. Die Gedanken, die aufkommen, beobachte sie einfach, lass sie weiterziehen. Und richte deine Aufmerksamkeit immer wieder auf deinen Atemstrom. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie Ruhe, Frieden und Harmonie sich ausbreiten möchten. Vielleicht magst du auch die Entscheidung ganz bewusst treffen, dieser Ruhe, dem Frieden und den Energien der Stille einen größeren Raum jetzt einzuräumen, ihnen ganz bewusst vielleicht zu erlauben, sich weiter auszubreiten, zu dir zu strömen, in dein Energiefeld zu strömen. Mach's dir ganz einfach, sei einfach mal da. Und wenn ich gleich auf drei zähle, lade ich dich ein, vor deinem geistigen Auge so einen königlichen, majestätischen Thron entstehen zu lassen. Eins, zwei und drei. Lass vor deinem geistigen Auge jetzt irgendwo vor dir, in einem vielleicht auch wunderschönen Raum, je nachdem, wie sehr du visuell auch angehaucht bist, einen wunderschönen, majestätisch-königlichen Thron entstehen. Schau dir diesen Thron an. Schau dir diesen Thron an, wie er ausschaut, welche Farbe er hat, wie er gepolstert ist. Oder vielleicht ist er auch einfach nur aus Naturmaterialien erschaffen, also aus Holz. Schau dir diesen wunderschönen, überdimensional großen Thron jetzt ein bisschen erhöht, also es führen so ein paar Stufen zu diesem Thron, weil er so groß ist, dass er ohne Stufen, es sind nur 6, 7 Stufen, gar nicht zu erreichen ist. Lass diesen Thron vor deinem geistigen Auge entstehen. Schau ihn ganz bewundernd an. Vielleicht liegt da auch so ein Zepter, ein königliches Zepter auf dem Stuhl, auf dem Thron. Schau es dir an. Atme und nimm diesen Thron jetzt einfach mal wahr, vor deinem geistigen Auge. Sehr schön. Und dann lade ich dich ein, jetzt mal dich der Bereitschaft zu öffnen, diesen Thron einzunehmen, diesen Thron zu besteigen, auf diesem Thron deinen Platz einzunehmen. Ich lade dich ein, dich jetzt deiner inneren Bereitschaft zu öffnen. Und wenn ich gleich auf drei zähle, spürst du noch einmal den Boden unter deinen Füßen und mit achtsamen Schritten besteigst du diesen Thron. Eins, zwei und drei. Geh jetzt mit achtsamen Schritten zu diesem Thron. Nimm die Stufen, die erste, die zweite, die dritte Stufe. Vierte Stufe, die fünfte, die sechste und die siebte Stufe. Und dreh dich dann um und setz dich mal ganz achtsam
auf diesem Thron. Wenn ein königliches Zepter da liegt, dann nimm das gerne mal in die Hand. Atme, bleib ganz bei dir. Vielleicht kannst du auch einmal durchatmen, wenn du deinen Platz auf diesem Thron eingenommen hast. Und jetzt schau mal mit diesen, ich nenne es jetzt mal, majestätisch, königlich majestätischen Blicken. Schau dich mal einfach um. Vor deinem geistigen Auge. Nimm mal wahr, wie du dich fühlst. Vielleicht mag dein Rückgrat sich aufrichten, dann mach das gerne. Und fühl mal, wie du dich da fühlst. So erhaben, majestätisch. Erlaube es dir jetzt ganz majestätisch erhaben, auf diesem Thron zu sitzen. Nimm diesen Thron mit deiner ganzen Präsenz ein und fühl mal, wie sich das anfühlt für dich. Fühl mal hinein, denn dieser Thron steht im übertragenen Sinne metaphorisch für nichts anderes als für deine Einzigartigkeit, die du jetzt im übertragenen Sinne, indem du dich auf diesen Thron gesetzt hast, eingenommen hast mit deiner ganzen Präsenz. Nimm mal ein paar tiefen Atemzüge und genieße mal diese majestätische Anmut, mit der du da hockst. Dein Rückgrat ist aufgerichtet. Und das Zepter, das du in der Hand hast, ist metaphorisch das Symbol für dein Lebenszepter, für dein Leben, das du selbst in der Hand hast. Du selbst hast das Zepter in deinem Leben in der Hand. Und vielleicht, und erlaub dir das gerne, magst du jetzt die Entscheidung treffen, diesen Thron, den du jetzt gerade ganz majestätisch eingenommen hast, nie, nie wieder zu verlassen. Erlaube es dir, diesen Thron, den du jetzt eingenommen hast, und das Zepter, das du jetzt in die Hand genommen hast, nie wieder zu verlassen. Atme, nimm wahr, was es mit dir macht, wie du dich fühlst, wie du dich ganz groß und erhaben fühlst. Erlaube es dir. Sehr schön. Und mit diesem Gefühl der Erhabenheit, deiner wahren Größe, deiner Einzigartigkeit, mit diesem Gefühl, das du gerade entwickelt hast, als du auf dem Thron oder immer ja noch auf diesem Thron sitzt, lade ich dich ein, mit diesem Gefühl wieder zurückzukommen, ins Alltagsbewusstsein, ins Hier und ins Jetzt und einen tiefen Ein- und Ausatmungszug zu machen und wieder ganz präsent im Hier und im Jetzt zu sein. Hellwach, top, fit und voll guter Energie. Nochmal die Augen öffnen, aber mit dem Bewusstsein, dass du jetzt dir erlaubt hast, deinen Thron einzunehmen. Metaphorisch gesprochen, deine Einzigartigkeit angenommen hast und dein Zepter metaphorisch gesprochen in der Hand hältst. Okay, erlaube es dir. Und stell dir dann gerne mal die Frage, geh heute mal so ein bisschen mit der Frage schwanger, wie man so schön sagt, was ist jetzt mein nächster Schritt?
Was gilt es jetzt als nächstes zu tun? Erinner dich an gestern Abend, da hatten wir die Rede vom Tuniversum. Was ist jetzt mein nächster Schritt? Und lass das dann mal in dein Bewusstsein, mach dir gerne Notizen dazu und komm dann ins Tun, ins Handeln. Okay? Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ganz, ganz liebe Grüße hier aus Wien. Und dann sehen wir uns morgen nochmal um 7.15 Uhr. Bis dahin, ganz liebe Umarmung. Tschüss. Ich bin ja immer so mit euch verbunden, dass das Internet es gar nicht erlaubt, dass ich mich hier so rasch verabschiede. Der will das jetzt nicht beenden. Jetzt gibt es mal noch einen kleinen Schwenk hier auf diese wunderbare Wiener Szene, diesen Szenebezirk, in dem ich mich hier gerade befinde. Okay, tschüss.